Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück in Valheim. Eine weitere Folge, in dem unser Haus entsteht. Bis jetzt nur ein würfeliger Kasten. Wir werden das Ganze jetzt hübsch machen. Was ich als erstes einplanen will, ist den Weg hier runter zum Fluss. Also den müssen wir auf jeden Fall breiter machen, weil ich glaube, hier fährt kein Boot drin. Jetzt wollte ich hier mal anfangen, den Boden zu setzen. Und um etwas Abwechslung reinzubringen, dachte ich mir, wir machen ein kleines Schachbrettmuster. Das ist zwar wesentlich aufwendiger und ich werde mich wahrscheinlich 5 Millionen Mal verzählen. Aber wir kriegen das schon hin. Und dann setzen wir die Treppe nämlich nach unten. Achso, hier muss ich erstmal. Ich muss jetzt doch erst die Zwischenstücke setzen. So. Dann sieht das nämlich nicht ganz so statisch aus. Zack. So. Jetzt können wir hier einfach einmal durchsetzen. Und hier drüben können wir anfangen. Zack. Dann drehen wir es wieder. Sieht einfach hübscher aus, finde ich. Wenn das nicht ganz so durchgesetzt ist. Ist natürlich halt mehr Arbeit, weil man ständig die Platten drehen muss, aber... jo. Richtig? Richtig. Ziehen wir einmal den Boden hier durch, dann machen wir die Treppe zum Hafen, zum zukünftigen Hafenbecken nach unten. Und dann bauen wir Türen ein, dann werden wir das Dach decken und dann ist wahrscheinlich schon wieder die Folge zu Ende, weil das einfach ein bisschen dauert, bis wir das hier fertig haben. Oh, kein Holz. Das lässt sich ändern. Ich glaube, hier hatten wir noch ein bisschen Holz drin. Nee, das ist zu viel. Das ist auch zu viel. Komm, das schaffen wir. Immer noch zu viel. Kann ich denn ernst sein? Oh, jetzt fehlt uns die Ausdauer. Ich dachte, ich würde schneller das Holz loswerden. Weißt du was? Das Kernholz brauchen wir nicht. Das können wir hier kurz mal ablegen. So, und hier vorne, wo ich jetzt gerade stehe, da habe ich mir gedacht, wir machen auch so eine schräge, aber innerhalb des Hauses runter. Also dass wir praktisch hier so runtergehen. Mal gucken. Lass jetzt erstmal das Kernholz da liegen. Das sieht doch ganz gut aus, oder? Alles richtig? Irgendwelche Fehler eingebaut? Ich glaube nicht. Ihr seht es wahrscheinlich eher, aber ich sehe erstmal nichts. So, dann wollte ich hier die Treppe runterziehen. Und zwar nicht die Hoppeltreppe. Gibt es übrigens auch Mods für, dass die Treppe nicht mehr hoppelt. Also diese Langtreppe. So, da werden wir hier aber mal abstützen müssen, gehe ich fest davon aus. Damit uns das Ding nicht abschmiert. So, und ich überlege gerade, dass wir vielleicht auf ein Plateau gehen und dann nach unten. Oder ziehen wir das durch? Ich meine, es soll ja kurz vor dem Becken enden, weil das Schiff ist ja auch noch ein bisschen tiefer. Und wir wollen ja noch einen Hafen dann da dran machen. Ich guck mal, wie weit wir kommen mit der Methode. Wenn nicht, bauen wir das nochmal um. Ist ja auch kein Problem. Ich dachte, dass wir so einen Querbalken machen, aber nee. Wir setzen es jetzt so hin. So. Und nochmal Balken. Es könnte sein, dass das so nicht ganz funktioniert, aber das werden wir dann erleben.
Zack, so sitzt es auf jeden Fall drin. Und vielleicht gehen wir so weiter. Ich weiß halt nicht, das hohe Schiff endet auf jeden Fall. Endet weiter oben. Aber so, dass wir hier das hier so ransetzen, weil wir wollen ja auch die Kante mitnehmen von dem Schiff, ne? Also wenn hier das Schiff ankommt, will man ja dann erstmal weiter drüben aussteigen. Das gefällt mir aber so nicht so. Nicht so wirklich. Gut, ist halt die Frage, ob wir das durchziehen, dass man weiter durchfährt. Also dass man mit dem Boot einmal durchballert. Aber dann haben wir ja natürlich auch jede Menge Kram entfernt. Ich würde schon ganz gerne in die Richtung rausfahren mit dem Schiff. Haben wir noch eine andere Möglichkeit? Wenn wir jetzt hier eine Plattform einbauen, da und dann nach unten gehen, sind wir flacher, oder? Sehe ich doch richtig. Oder ist das ein Denkfehler? Ne, wir gehen einfach nur um die Ecke. Ich würde sagen, wir lassen das so, weil ich weiß jetzt gar nicht, wie das später aussehen wird. Also wir machen das jetzt einfach mal so. Ich setze mal hier diese Leitern dran und wenn wir das Flussbett erweitert haben, dann entscheide ich mich da nochmal. Entscheide ich mich nochmal entsprechend, wie wir das umsetzen. Ich mache jetzt mal das hier so hin, wie ich mir das so ganz grob denke. Und wahrscheinlich kommt es dann sowieso anders. Zack. Also ich denke mal, dass das Flussbett sowieso bis hierhin erweitert werden wird. So, dann machen wir auf jeden Fall hier mal was dran. Oh, wir brauchen Holz. Kein Holz. Ich würde hier ganz gerne ein Dach drüber setzen. Damit wir das, damit das nicht gleich vergammelt. Obwohl, das können wir auch später machen. Jetzt machen wir erstmal hier die Hütte fertig. So. Dann brauchen wir große Tore. Das eine kommt dahin, das andere dahin. Dann haben wir hier drüber jenes welches. Dann ist die Frage, machen wir das so flach mit den Toren oder machen wir zu? Ich würde schon ganz gern zum Hafenbecken so ein bisschen runter gucken. Wäre natürlich ganz cool, wenn wir sogar noch ein Stück rausziehen würden, ne? Dass das wie so eine Art Terrasse hier vorne noch ist. Wir machen es erstmal so. So, wir müssen ja sowieso an einer Stelle mit der Treppe nach oben. Ich denke, das machen wir wie im alten Haus. Dass wir hier hochgehen. Da müssen wir sowieso die Wände noch anders setzen. Warte mal, so. Und dann sind wir hier lang gegangen, ne? Oder hat man noch... Ne, noch eins höher sind wir nicht. Das heißt, wir machen hier eine Platte rein. Dann können wir hier schon mal zumachen. So. Fühlt sich nicht länger ausgeruht. Das müssen wir auch ändern. Genau, das Feuer einplanen. Siehste? Siehste? Das Feuer. Da ist die Treppe. Ich glaube, wir machen das hier so hin, das Feuer. Wir machen es diesmal quer, oder? Wir nehmen hier die Doppelwände. Hier machen wir es hin. Ich meine, bis wir zum Stein kommen, das dauert ja noch ein bisschen. Können wir eventuell einen Kernholzbalken da quer setzen? Das würde doch bestimmt ganz gut aussehen. Können wir hier eventuell einen Kernholzbalken drunter setzen, dass er so ein bisschen auf dieser Kante ist? Jo. Das sieht auch ganz gut aus. Dann heben wir hier gerade noch das ein bisschen an. Dann plätten wir da die ganze wieder. Oh, das habe ich jetzt anders vorgestellt. Können wir hier noch einen draufsetzen?
Ja, das ist doch gut. Damit kann ich leben. Ja, so. Und da machen wir jetzt Feuer rein. Können wir noch Steine einstecken? Haben wir. Holz haben wir auch einstecken. So. Und dann werden wir doch das hier, denke ich mal, mit Kernholzbalken abstützen, oder? Diesmal. Gibt dem Ganzen ein bisschen Stabilität. Und dann machen wir hier so auf halber Höhe die Wände rein, damit wir hier gut an den zukünftigen Grillplatz kommen. Ups, nicht ins Feuer rennen. So, jetzt müssen wir aber dringend in den ersten Stock, denn wir müssen unseren Kamin hochziehen. So, wie gehen wir hier hoch? Ich weiß nicht mehr, wie ich es im alten Haus gemacht habe. Ich glaube, ich bin hier so vorbei und das hat dann genau gelangt. Oder bin ich an dem Balken angestoßen? Haha, wie habe ich das denn drüben im Haus gemacht? Habe ich den Balken rausgenommen? Ich weiß nicht mehr, wie ich das drüben gemacht habe. So komme ich hier am Balken auf jeden Fall nicht vorbei. Ich glaube, ich habe den Querbalken rausgelassen. Ich glaube, so war das. Probieren es mal. Oder wir gehen einfach eins rüber. Dann sind wir so oben. Aber dann haben wir ein riesen Loch an der Seite. Also die Alternative wäre jetzt hier noch eine Platte einzusetzen, ne, und dann rüber. Ich glaube, so hatten wir es bei dem anderen Haus, damit das nicht ganz so wuchtig wird. Weil so ist es auch doof. Dann stoßen wir da auch an, ja. Daran, dann stoßen wir da am Balken an. So passt es auch nicht. Ne, wir machen das so. Komm, wir machen mal was Neues. Jetzt wird schon wieder Nacht. Ich will nicht, dass es Nacht wird. Ich bin noch hier am Bauen. Ich denke mal, dass wir hier... warte mal. Quer... Ja. So, kommen wir hier vorbei. Das können wir eventuell noch zumachen, den Bereich. Nö, können wir nicht. Okay. Quer... Den nicht zu, den auch nicht zu, den auch nicht zu. So. Das war falsch. So. Wieso ist der gelb? Weil er keine Stütze von unten hat, ne? Das ist blöd. Müssen wir eventuell doch ein paar Stützen arbeiten. Aber ich will eigentlich keine weiteren Stützen drin haben. Ich hätte gern wieder so eine große Halle. Das fände ich irgendwie ein bisschen schöner. So, ich gehe mal pennen. Das ist mir hier ein bisschen dunkel. Ohne Ausdauer sollte man auch nicht in den Fluss reinhüppen. Ach ja, Baufolgen. Da kann man sich echt... Kann man sich austoben. Achso, ich bin noch nass. So, das dürfte eine der letzten Nächte sein, die wir hier in dem Haus verbringen, dem Kleinen.
Problem ist, dass mir das Holz frühzeitig ausgehen wird. Ich versuche jetzt erstmal den Kamin fertig zu bauen und vielleicht das Dach zu decken, aber dann könnte es sein, dass mir das Holz ausgeht. Dann werde ich mir doch mal einen kleinen Karren machen, um mit dem hier ins Haus zu kommen. So, dann machen wir ganz kurz hier mal den Boden. Patch. Oh, kein Holz mehr. Nice. Ja, da fängt es nämlich schon an. Da sind nämlich die letzten 50... Haben wir noch Kernholz? Haben wir noch einstecken? Das ist schon das letzte 50 Holz hier raus. Verdammt. Gut, dann machen wir das so. Das ist falsch. So machen wir das. So. Ich glaube, hier kommt ein bisschen Rauchgas durch. So. Scheiße, dass es... Scheiße. Habe ich Scheiße gesagt? Das meinte ich so nicht. Schade, dass es keine... dass es keine Kernholzbalken gibt, die... die praktisch schräg sind fürs Dach. Ich hoffe, das kommt mit dem nächsten Update. Das wäre schon eine schöne Nummer. Aber erst machen wir jetzt hier ein bisschen zu. Damit es da oben nämlich rausqualmt. So, wir machen das Dach diesmal flacher. Weil ich habe bei dem letzten Mal habe ich das gerade mal fürs Schlafzimmer genutzt. Und das war gar nicht mal so notwendig vom Platz. Da haben wir eigentlich viel Platz verschwendet. Deswegen machen wir diesmal das Dach ein bisschen flacher. Das muss dann nicht so hoch sein. So, dann setzen wir hier direkt die Wände ein, wegen der Stabilität. Zack. Und das noch oben drauf. Und die Querbalken machen wir dann ohne händisch. Da nutzen wir jetzt einfach kein Dachkreuz. Das müsste noch... Tja, jetzt bin ich out of Holz. Schade eigentlich. Ich muss noch ein bisschen farmen gehen. Das dauert. Ich würde sagen, wir schmieden uns direkt einen Karren drüben. Ich glaube, wir haben hier irgendwo... Wir haben... Nägel haben wir ja da. Ich weiß nur nicht, was wir an Holz dafür brauchen. Ob das auch Kernholz war? Was brauchen wir denn? Wir können ja mal gucken. Nö, wir brauchen normales Holz. Okay. Ja, dann gehe ich nämlich ein bisschen Holz farmen. Zwölf, das ist übersichtlich. Ah, hier, da ist doch eine schöne Holzressource. Ohne groß schlagen zu müssen. Lass mich so. Lass mich so. Geh weg. Jetzt sind es schon zwei. Geht weg. Ich mag nicht spielen. Ich habe keine Zeit. Ich will nur noch Holz besorgen. Lass mich in Ruhe. So.
Und schwuppdiwupp haben wir schon ein bisschen Holz dabei. Ach Mensch, na gut, das eine Ding darf da liegen bleiben. Als Erinnerung. So geht's auf jeden Fall schneller. So, mal gucken. Das wird jetzt nicht ganz reichen, aber es reicht, um einen Wagen zu machen. Und dann gehen wir mal ein bisschen Holz farmen. Das wird spannend. So, was brauchen wir denn? Wir brauchen Nägel. Einen Karren. Zack. Und hier ist ganz schön holprig. Das ist das größte Problem. Dann müssen wir auch mal schöne Wege machen. Was habe ich jetzt gemacht? Ja, so passt's. Komm mit Wagen, wir gehen Gassi. So, hier geht ja der Fluss quer durch. Muss ich mir auch mal einen kleinen Weg bauen, ne? Aber vielleicht komme ich hier durch das seichte Wasser auch durch. Mal gucken. Fest. Hier vorne. Und go. Jo. Funktioniert. So, ich gehe mal ein bisschen Holz farmen. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, wieder mal zurück. Etwas Holz gefarmt und auch wieder was umgebaut. Das ist immer ganz gut, wenn man diese Pausen hat. Und zwar folgendes habe ich geändert. Ich hatte ja vorher hier die Treppe. Das Thema ist nur, zum Hafen gehe ich seltener runter. Und da das Haus sich ja nach hier hinten noch erweitern soll, nach hier hin, also hier soll ja ein Gebäude praktisch noch dran entstehen, das dann hier ins Flachland mit reingeht. Habe ich mir gedacht, mache ich das hier so. Oder zumindest so eine Terrasse oder sowas in der Art. Mal gucken, was da noch hinkommt, weiß ich nicht so genau. Deswegen habe ich jetzt die Treppe auf diese Seite gesetzt, dass wenn man dann hier hochrennt, innerhalb des Hauses, einfach hier so weiterrennen kann und im ersten Stock ist. Und hier unten haben wir eine komplette Wand, wegen der Schräge, die wir laufen. Und jetzt gucken wir mal, wie wir hier weiterbauen, wegen dem Dach. Und zwar, wir wollen ja nicht wieder so ein Dach haben, dass es praktisch einfach nur spitz zuläuft, sondern ein bisschen gewölbt ist. Deswegen, wenn wir jetzt das hier nehmen und danach setzen wir dann entsprechend machen wir hier halbhohe Fenster. Gut, hier müssen wir sowieso mal gucken, weil hier kommt ja eventuell der Anbau noch hin. Hier machen wir dann diese flachen oben weiter. Also wir nehmen jetzt den 45er und dann nehmen wir die 26er, um hier weiterzubauen. Dann wird das Dach so ein bisschen abgerundet. Und ich sehe nichts wegen der Sonne. So, und auch hier setzen wir die Wände ein. Ich brauche hier aber doch ein bisschen, was zum Sehen. So, jetzt brauchen wir irgendwas zum Bauen. Den Kamin habe ich übrigens korrigiert. Wurde ich aufmerksam gemacht, dass ich da ein bisschen Mist gebaut habe. Haben wir natürlich direkt dann ein bisschen umgesetzt. So. Ja, so kriegt das nämlich diese bessere Biegung vom Dach. Ja, sehr schön. Auch nochmal danke hier an die Regie. Die mich freundlich was darauf aufmerksam gemacht hat. Weil der Kamin nicht mehr so ganz gezogen hat. So, das Ganze machen wir auch hier drüben. Dann können wir nämlich ganz locker flockig hier hoch und runter gehen. Du trägst zu viel. Dann nehmen wir doch den Kernholzkran hier erstmal raus. Den brauchen wir vielleicht später zum Abstützen. Hier das so zu, wie wir es drüben haben. Und auch hier halb, wenn hier können wir das Fenster auf jeden Fall einbauen. Das macht meines Erachtens Sinn, weil das ist ja zum Hafen hin. Und dann haben wir hier bald das Haus schon mal einigermaßen dicht.
einmal. Was ist denn das? Sollte beim Bauen nicht trinken. Erst nach Feierabend. So, das Ganze müssen wir hier ein bisschen abstützen. Das sieht doch gut aus. Jetzt kriegt es die Form, wie es haben soll. Dann lass uns mal schnell das Dach decken. Bevor der ganze Kram wieder vergammelt. Und dann ziehen wir auf jeden Fall das Dach außen noch ein bisschen runter, damit wir da ein bisschen mehr Platz haben. Vielleicht machen wir auch hier vorne wieder einen Balkon hin, so einen einliegenden. Das gucke ich mal. Erstmal machen wir das Dach so, das können wir immer noch umbauen. Mir ist erstmal wichtig, dass hier das Grundkonstrukt steht. Vor allem, dass der Kamin abzieht, dass wir keine Rauchgasvergiftung kriegen in unserer kleinen Hütte. So, da müssen wir jetzt eh mal gucken, wie ich da hochkomme. Am besten machen wir uns hier die Hilfsleitern ran. Hältst du noch oder brichst du jetzt schon ab? Oh, das qualmt aber gut. Sind wir denn da? Da müssen wir noch eine draufsetzen, mal. Gibt aber ein hohes Dachgeschoss. Ich meine, das ist höher als bei der alten. Oh nee, jetzt geht mir das Holz wieder aus. Nicht dein Ernst. Und es wird wieder dunkel. Weißt du was? Ich guck mal, ob ich mir schon ein Bett hier reinsetzen kann. Können wir hier vielleicht mal schlafen. Und was essen, bevor hier ein Angriff kommt. So. Ah, benötigt ein Dach. Wer hat's gedacht? Wer hat gedacht, dass ein Dach benötigt wird? Dann schlafen wir halt nicht. Ihr habt ja Licht, von daher geht das. Flaches Dach. Endlich haben wir diese Fummelei nicht mehr. Ich kann mich erinnern, bei dem alten Dach hatte ich ja das so versetzt gebaut, dass wir im Dach hier stückeln mussten. Das war nicht so schön. So, du daran, du daran. Dann müssen wir hier noch ein bisschen Dachstücke setzen. Jo. So richtig? Das Falschdach? Ah ne, ist verdreht. Kann ich jetzt schlafen? Ist das schon ein Dach? Gilt das schon als Dach? Gute Nacht. Mit Erholung 4. Naja. Ja, ich denke mal, wir machen hier oben Richtung Hafen dann so einen schönen offenliegenden Balkon. Mal gucken, vielleicht machen wir vorne wirklich nur eine Terrasse. Könnte reichen. Was nicht reichen könnte, ist die Stabilität hier. Da bin ich mal gespannt. So. Sehr schön. Wieso qualmt es hier raus? Habe ich nicht lückenlos gebaut? Das ist aber noch alles grün hier. Oh, out of Holz.
Eventuell müssen wir da oben nochmal abstützen, wenn ich da noch so einen Drachenkopf oder sowas dran setzen will. Könnte es sein, dass es nicht stabil ist. Oder wir machen hier innen drin noch eine Verstrebung, dass wir hier oben so einen Querbalken ziehen. Rein theoretisch sollten hier... Das können wir eigentlich machen, oder? Haben wir Kernholz? Und das mache ich. Du trägst so viel. Ach man, ich will doch jetzt nochmal schnell was ausprobieren. Ich finde, das sieht bestimmt ganz gut aus, wenn wir hier oben noch so eine Verstrebung haben. Rein theoretisch müssten hier Balken sein. Wir können eventuell so machen. Nehmen wir jetzt hier so einen. Das ist zu lang, ne? Jo, jetzt ist er grün. Das würde gehen. Sieht halt scheiße aus. So. Ist das doof? Sieht ein bisschen komisch aus, ne? Hat vor allem mit dem Dach nichts zu tun. Na, die halben Balken gehen halt auch nicht. Blöd. Das überlege ich mir noch. Ob wir das so lassen. Sieht aber sehr komisch aus. Sieht eher aus wie... wie gewollt und nicht gekonnt. Nee, das werden wir noch ändern. So, was hatten wir draußen? Draußen hatten wir die 45er, oder? Schon hoch geworden, so hoch wollte ich es eigentlich gar nicht bauen. Aber das ist, wenn du das Fundament mit diesen Kernholzbalken machst, hast du natürlich erstmal eine gute Höhe. Boah, da habe ich schon fast wieder alles aufgebraucht. Nicht dein Ernst. Ich habe noch nicht mal das Dach komplett gedeckt, geschweige denn... Naja. Naja, es wird noch ein bisschen. Gut, ihr Lieben, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Machen Sie es gut. Bis dahin. Tschüss.